Sie haben individuelle Feldzeichnung. Anhand von der Feldmusterung erkennt man, welcher Luchs das da ist. Und mittlerweile gibt es sehr gute automatische Kameras, Bildkameras, umgangssprachlich mit Fotofallen. Und mit der läuft eigentlich sehr viel. Und jetzt haben wir mehr oder weniger systematisch über den ganzen Nationalpark Fotofallen verteilt. Und die werden halt an Zwangswechseln meistens aufgestellt. Und je nachdem, alle zwei Monate ungefähr gewartet. Weil wir jetzt immer wieder mehr drauf kommen, die Luchse tendieren nach außen, versuchen wir jetzt immer mehr, dass wir das Umfeld einbinden, dass in der Region, da suchen wir noch einen Partner, wo wir noch die Fotofallen installieren können und dort genauso warten. Und meine beste Zeit ist fürs Luchsmonitoring, Fotofallenmonitoring von September bis zum ersten Schnee. Und dann habe ich bis zu 30 Fotofallen nachher im Gebiet verteilt. Ja, momentan kennen wir 5 Luchse in der Region. Also wir wissen von 3 Kotzen, von einem Kuder, von einem männlichen und ein Tier wissen wir nicht das Geschlecht. Da vermuten wir tendenziell eher vom Verhalten her, dass das auch ein Mandl ist. Den teilen wir sie mit dem Nationalpark Gesäuse. Beim Projekt haben wir jetzt auch einige Rückschläge schon hinnehmen müssen. Da ist es gegangen um illegale Nachstellung vom Luchs, sprich, dass sie uns erschossen haben. Ich hoffe halt, dass das Ausnahmen sind in der Jägerschaft, mehr oder weniger. Dass das nicht mehr passiert, versuchen wir, dass wir mehr, sehr objektiv aufklären und viel mit Informationen machen. Heuer hoffen wir wieder auf Nachwuchs und das war natürlich für das Projekt ganz entscheidend, dass wir wieder Jungtiere haben, dass es wieder an unser Stückzahl wieder aufgeht.